Warte ich jetzt darauf, dass du das Feuer holst? Oder gehe ich als Kind hier hin? Wir müssen uns also für keinen machen. Das heißt, wir mussten erwachsen werden, um Zeldas Lullaby zu holen und dann wieder klein werden. Oder wir müssen echt den Hammer kaufen. Mit dem Hammer und dann mit der... Wenn wir uns eine Golden Tunic irgendwo kaufen, dann könnten wir auch ein bisschen was zum Feuertempel schon machen. Wo konnte man die Golden Tunic kaufen? Im Zora Shop? Im Kokiri Shop? Ihr habt die irgendwo aber schon gesehen gehabt. Ach so. Link für Goron, wenn du das gemacht hast, dann gehen die Türen da auf. Ja. Tut man auch. Hä? Das wäre echt nice. Hast du noch mal mit ihm geredet? Sehr merkwürdig. Ich glaube, du musst einmal die obere Dialogoption und dann die untere nehmen. Hey, auch gut. Bin so froh, dass wir die Double Defense so früh gefunden haben. Hä? Wie viel Geld hast du? Dann... Den Sandsong können wir holen. Beziehungsweise das wo es den gibt. Ja, das, ich mach das. Sammel du mal weiter Geld irgendwie. Ja, dann kannst du nämlich direkt alle drei da holen. Und einen Hintstone. Ja, genau. Ich mache jetzt erstmal hier das mit dem Sansong.
Das kann man nämlich auch als Erwachsener machen. Ja, dafür brauche ich Feuer. Also entweder Magie und den Bogen oder ins Feuer. Muss man hier nämlich die beiden Fackeln anzünden in dem Raum, dann spawnt da noch eine Truhe. Wenn wir denn den Zong bekommen. Ich hoffe ja eher auf Bomben irgendwie. Ich will unbedingt Bomben haben. Welche? Dafür brauchst du den Song of Storms. Oh hey, Dins Feuer, aber ich habe keine Magie. Ja, wenn wir jetzt Magie gehabt hätten, hätte ich hier direkt die nächste Truhe holen können, aber nee. Ich hier drin die Ocarina? Ach ja, ich kann die Ocarina spielen. Dann mache ich mich jetzt erstmal wieder klein und gehe zu den Zoras. Wenn ich denn kann. Weiß ja nicht. Ich glaube, die Felsen sind für mich noch da. Hehe. Ups, falsche Richtung. Nee. Nee. Bringt alles nichts. Warte mal, ich kann Geld farmen als kleiner Link. Das könnte ich machen. Ist auch so ziemlich das Einzige, was ich momentan so wirklich machen kann. Naja, und halt im Spirit Temple. Wir haben alle drei Magien schon, aber haben keine Magic. Mhm. Doch, sobald wir uns das Strength Upgrade gekauft haben, das zweite. Das wäre auch noch eine Sache. Aber ich glaube, viel können wir da auch nicht machen ohne Magie. Oder den Bogen. Ich weiß gar nicht, braucht man den Bogen da? Den braucht man gar nicht unbedingt. Ich glaube, nur an einer Stelle. Warum ist es denn jetzt Nacht? Warte mal, warte. Ach nee, du hast das Crafting hast du ja gemacht. Nee, die Tour. Meinte ich. Ich sammle mal Rubine hier. Aber immer noch keine Bomben. Das heißt, wir können immer noch nicht die scheiß Feen machen. Ich meine, mach sie, wenn du kannst. Alles, was uns irgendwie weiterhilft, hilft uns weiter. Das ist frustrierend. Das ist ein sehr, sehr trolliger Seed, würde ich mal sagen. Sammel weiter Geld für den Hammer. Du sammelst Geld für den Hammer, ich sammle Geld für irgendwas anderes. Warum kann ich keine Bombschuss kaufen? Das ist so dämlich. Muss ich aber darauf warten, dass es Tag wird.
Du hast vorhin gegessen, als wir angefangen haben. Ach, so ist das. Die Schuppe wäre auch irgendwie ganz geil. Wir brauchen den Hammer. Wir brauchen einfach diesen Hammer. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie nur mit dir. Oder liegt das an den Einstellungen, weil ich immer alles dicht mache hier in unserem Spiel? Hier kriegt man eigentlich ganz gut Geld an der Zugbrücke. Kann man so ein paar Mal abfarmen. Nee, du kannst ja dahin springen einfach. Dann sammelst du dir auch ein. Doch, das, wenn du richtig springst, dann kriegst du den. Ja, hab ich gerade gemacht. Dann kriegst du immer 60 Rubine pro. Genau, jetzt hat er den nämlich wieder. Jetzt habe ich schon 179. Ja, den haben wir. Mhm. Ja, mache ich jetzt auch. Und dann gehe ich mir den Spot von dem Bolero of Fire holen auch noch. Ne, das Bombshell-Bowling ist deaktiviert. Da sind einfach nur 10 Pfeile drin. Dafür habe ich einen Tipp bekommen. Ja. Welche Feen hast du geholt? Okay. Wo gab's den Hammer hier in Kakariko, ne? Ja, eben, genau. Ja, hier. Hab ihn. Ah, jawohl. Und zack, werden einige Sachen grün. Ach, siehst du mal. Können jetzt Goron City nämlich komplett kehren, das mache ich dann auch direkt. Ajo, ich hake es auch schon mal ab. Und dann kann ich hier die Dinger auch aufhämmern damit. Hier ist ja schon offen. Achso, die hast du anscheinend schon geholt. Irgend so eine goldene Skulptur hier am Bergpfad. Aua. Hast du auch diese andere Truhe da geholt? Okay.
Genau, das war nämlich die Outside Gorange City Chest. Creative Water, bla bla. Achso, ja, genau, das kann ich dann alles machen. Es haben sich tatsächlich doch recht viele Locations geöffnet. Dem Hammer. So, den mache ich aber per Power Crouch Stabbing. Dann kann ich den Effekt des Hammers auf das Schwert übertragen und dann mit dem Zustechen, das geht schneller. Das ist voll witzig eigentlich. Dann zerstichst du so die Felsen. Nee, die zwei, die man nur mit dem Song of Storms aufmachen kann, nicht. So, erste Truhe. Geld. Zweite Truhe. Geld. Aber nur so ein bisschen Geld. Like Hylia on the Way of a Hero. Da fehlen jetzt noch das Lab Diving und da sind die Kulisse drin toll. Das Lab Diving und das Shoot the Sun. Eins von den beiden muss was Gutes sein. Irgendwas Wichtiges. Kann ja gar nicht anders. So, und dann gehe ich mal in den. Scheiße, ich habe ja nur begrenzt Zeit in dem Krater, ne? Oh Mann. Egal, das kriege ich irgendwie hin. Ich kann die Feder holen und das Bolero, denke ich mal. Das sollte ich schaffen. Das Crater Wall Hardpiece vielleicht auch noch. Genau, erstmal aufheilen. Wir haben ja 6 Herzen jetzt, also eins mehr. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ah, 48 Sekunden habe ich jetzt. Schon. Gib. Bosskey für den Spirit Temple. Das Spiel will wohl, dass wir das demnächst mal machen. So, jetzt die Grotto. Ach nee, hier sind das die falsche. Verdammt. Was ist denn da oben? Oh, da ist ein grüner Song auf dem Ding, wo man mit den Magic Beans rankommt. Ja. Ich hole mir jetzt gerade die Crater-Fee. Die oben hole ich mir dann auch gleich. Genau. Lens of Truth. Haben aber immer noch keine Magie. Ja! Geh doch da hoch. Ich habe nur begrenzt Zeit, Link. Ich komme leider an diesen Song nicht ran. Es könnte ja das Minuet of Forest sein, eventuell. Ah, die. Ach, da. Das fragst du mich jetzt. Könnte es sein. Aber ich glaube. Ich glaube, da kannst du ihnen nur die Tränke kaufen. Da waren nur Dekonüsse drin. Ach so, ja, das muss das Erwachsene machen. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ach ja, da. Okay. Das ist eine Tasche für Dekokerne. Die hole ich aber trotzdem. Ja, warum nicht? Mehr Munition. Das war das Crater Wall Hardpiece.
10 Sekunden, um zu den Aufgang zu kommen. Ah, geschafft. So, jetzt hier die Fee. Dann habe ich das auch alles durch. Geil, ich stehe da gar nicht richtig drauf, aber ich kann den Song trotzdem nehmen. Yes! Okay, dann mach ich mal Dodongos Cavern fertig, als Erwachsener. Dann haben wir, dann kriegen wir nämlich schon die Regenbogenbrücke, was auch cool ist. Wieso? Ah ja, okay. Sehr gut. Muss ich nicht viel machen. Einmal speichern, okay. Nee, den Zora-Saphir. Nein. Ach so, und den Ocarina of Time Trigger, den kriegen wir dann ja auch. Haha. Jetzt wollen mich wieder diese Fledermäuse nerven. Silver Gauntlets. Ja, yeah, das ist ja progressiv. Das heißt, wenn du jetzt nochmal einen Longshot findest, dann ist das der Longshot. Sehr geil. Das hatte ich bei dem Multiworld auch. Das heißt, meine sind irgendwie komisch rot-braun. Ich kann die kaum sehen. Wir können voll viel im Spirit Temple jetzt machen. Ich muss mal eintragen, dass wir den Boss-Key da haben. So. Ach nee, den können wir kaufen. Genau. Das ist eine Grotte, die in der Mitte vom Vorplatz, vom Platz von Kakariko da ist. So, King Dodongo ist dort. Machen wir die Dungeons ja doch wieder in Reihenfolge. Wobei die beiden, also Deko-Baum und Dodongos Cavern, sind immer sehr, sehr früh. Aber man einfach so wenig Sachen dafür braucht. Wir brauchen Sarias Song, verdammt. Wir brauchen diese Magic Beans. Dann können wir die wieder hoch und den holen. Und noch ein paar andere Sachen holen. Oh hier, der hat mir Geld gedroppt. So ein... Ich glaube 50 Rubine waren das jetzt. Was? You did it! 7 Sekunden ist mein New Course Record. Finde ich gut. Dann mache ich mich mal wieder klein und hole mal den Ocarina of Time Trigger. Jetzt kann ich auch Zoras River clearen. Stimmt, das mache ich dann als nächstes. Gute Idee. Und erst klein machen. Jetzt läuft's, Alter.
Jetzt läuft es. Wenn wir dann noch hier Sarias Song oder das Minuet bekommen, dann können wir den Weihtempel schon machen, also zumindest anfangen. Brauchen noch den Bogen. Sie wünschen? Sie wünschen? Sie wünschen? Sehr gut. Das konnte man hier nochmal kaufen. Ah ne, ich wollte mir das Geld aufbewahren für den Zoo. Ein Herzcontainer gibt's da. Auch geil. So, Song of Time. Das klicke ich jetzt mal an da auf der Map. Genau, da ist die Zwischensequenz, die natürlich auch verkürzt wird wieder. So. Alles gut? Ich auch nicht. Ich weiß ja nicht mal, was du getan hast. Was? Ja, die Ocarina of Time war auf ihrem Platz wie halt immer, ne? Und aber anstatt den Song habe ich halt den Boomerang bekommen. Cool, jetzt können wir die Child-Seite vom Spirit Temple komplettieren. Ja, ich mache jetzt aber trotzdem erstmal den Zora-Kram. Zumindest alles, was ich da machen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Spirit Temple, oder? Ich habe kein Deko-Schild, was ein bisschen blöd ist. Müssen wir irgendwo eins kaufen. Es sei denn, du besorgst nochmal eins. Ich weiß nicht, ob das für beide zählt. Hier gibt's noch eine Skulltula, die hole ich erst. So, dann rede ich hier mal mit den Bohnenverkäufer. Da gibt nämlich auch noch was. Was aber nur Dekonüsse waren. Ganz schön teuer. Ich glaube, mit dem Huhn brauche ich nichts mehr machen. Ich glaube, ich habe da schon alles geholt. Man kann jetzt noch einige goldene Skulpturas holen, zum Beispiel auf der Ranch mit dem Boomerang. An die ich sonst nicht rankomme. Das Huhn brauche ich gar nicht. Alles, was man hier holen könnte, habe ich schon geholt. Weg mit dem Huhn. Schade, es ist gerade wieder Tag geworden, sonst hätte ich noch eine Skulptur holen können hier. Natürlich sauber verpasst. So, da kann ich den Laden machen, das Diving-Minigame und den Torch-Run. Ist doch der einzige Laden, der uns noch fehlt.
Ich habe schon wieder vergessen, was im Bounty-Shop war. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Die Marktmusik hier in Zoras Fountain. Domain, nicht Fountain. Deko-Stab. Ein dieser Töpfe waren, genau, da waren nochmal 5 Rubine drin. Ach du meine Güte. Erstmal gibt's hier 200 Rubine für 15. Die kaufe ich mir direkt. So, jetzt halte ich fest. Einmal das und dann gibt's noch einmal das. Das ist schön. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld, um das Diving-Minigame zu machen, glaube ich. Oh, nice. Das heißt, wir können fast schon den Forest Temple dann machen. Also wir können hin, wir können da bei dem Som-Trigger kriegen wir nochmal ein Item. Wir können Goron City jetzt komplettieren. Das mache ich dann, glaube ich, auch bald. Achso, ja, den rollenden Goron, den musst du in diesem überdachten Bereich aufhalten. Nur da zählt das. Ja, weil da gibt's doch diesen Teil, wo dann nochmal das im Tunnel ist, wo er lang rollt. Weil das so ist. Von dem großen Rumrollenden. Und dann kannst du Darun ja noch hier den Sarias Song vorspielen, dann kriegen wir auch noch was. Ach so, dann bin ich wahrscheinlich schneller. Ich mache jetzt erstmal das Diving-Minigame. Was hat er mir gerade gesagt? Es gibt ein Pack of Beans. Ich hoffe es doch. Scheiße, warum hat er den nicht genommen? Ich habe hier wieder die Endkampfmusik. Das ist wohl anscheinend meine Minispielmusik jetzt. Hab's geschafft. Und dann kann ich auch gleich den Torch ranmachen. Wir müssen hier sowieso wieder nach oben. Könnt eigentlich, haben wir eine leere Flasche? Ja, ne? Da kann ich hier schon mal einen Fisch einsammeln. Für später. Noch habe ich ja leider den Brief nicht. Das heißt, Jabu Jabu können wir noch nicht machen. Geht ja nicht. Ja. Ja. So, schauen wir mal, was gibt's denn hier? Ein Herzteil gab's da. Gut, das nehme ich auch. Ach ja, den Hintstone, den habe ich ganz vergessen. Shadow Temple. Ah. Alle drei habe ich gemacht. Wir haben auch das Problem, dass das Tempel teilweise Way of the Hero sind, ne? Also wichtige Items haben. Das heißt, wir müssen dann auch bald damit anfangen, die zu machen. Ja, ja, ja. Das frag ich mich auch. Oh Mann.
Noch ein Herzteil. Cool. So, wie komme ich jetzt am schnellsten hier weg? Was können wir denn jetzt in den... Oh, das Skull... Ja. Das Skull-Kit kann ich jetzt machen. Stimmt, das ist eine Idee. Und dann kann ich über die Lost Woods auch direkt nach Goron City gehen. Dann habe ich das nämlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das nämlich in einem Aufwasch erledigt. Achso, und dann wollten wir danach den Spirit Temple machen, ne? Ja. Zumindest die Kindseite. Mich nervt es, dass wir keine Magie haben. Ich hätte aber gerne ein Deko-Schild, bevor ich da reingehe. Ich weiß gerade nur nicht, wo wir eins kaufen können. So, das ist das Skull-Kit in den Lost Woods gehakt. Damit hätten wir die Lost Woods komplett. Geld. Naja. Nach Goron City. Braucht die Bomben. Lampenöl, Seile, Bomben. Ich nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. So, das ist der Unias Joy. Oh ja, Mann! Das ist sowas von nice. Achso, warte, der Shop. Konnte ich hier ein Schild kaufen? Nö. Tschüss. Ein Spinning Pot brauchen wir nicht machen, weil ich das rausgenommen habe. Jetzt müssen wir nur diesen rollenden Irren aufhalten. Oh, hat es noch gereicht? Ja. Wow. Bigger Bomb Bag. Ja. Hat es... Warte mal, Kakariko. Die Sunsong Chest, die kann ich jetzt holen. Doch. Was machst denn du? Was hier drin? Ja. So. Noch ein Herzteil. Okay.
bist du denn? Oh, okay. Was? Als Erwachsener jetzt, oder was? Achso, das hast du schon aufgemacht. So, hast du unten am Hylia-See die andere Grotto dann noch schon gemacht? Ach, ich guck einfach. Die man aufsprengen muss am Lake. Die Hyrule Deku Salesman Grotto. Dann mache ich das mal. Ich habe ja Deko-Nüsse, damit geht das auch. Wir brauchen noch den Bogen. Ach so, das sollen Moblins sein übrigens. Jetzt habe ich die Bomben wieder weg. Du kannst auch am Anfang einmal die Ocarina antippen und dann mit der Vogelscheuche dich hochziehen. Da kannst du die einfach umgehen. Hast du den aus der Cutscene da bekommen? Ich habe ihn nicht bekommen. Aber wir haben ein Herz. Weil ich schon wieder ein Herzteil gesammelt habe. Toll. Du könntest jetzt noch mit dem Forest Temple anfangen. Das habe ich gemacht. Glaube ich nicht. Oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weiß nicht, lass mal Child Spirit machen. So, das interessiert die Viecher gar nicht. So, jetzt mache ich hier noch die Hyrule Field. Forest Grotto. Da war eine Ice Trap drin, natürlich. Genau. Ja, die kann man auch mit dem Iron Boots holen, aber da kommen wir ja nicht ran. Da haben wir noch keine Schuppe. Da brauchst du die goldene für. Oder halt die Iron Boots. Alles eigentlich, außer Frogs in the Rain. Ja. Das heißt, ich habe gesehen, dass das nichts bringt, die einzusammeln. Ja. Das eine ist ein Hylia-Schild und das andere ist ein roter Rubin. Doch, die habe ich gemacht. Ach so. Ich habe was anderes verstanden gerade.
Mhm. Lass uns drin speichern. Genau. Dann esse ich eine Scheibe Brot, solange du irgendwie Sachen nachguckst. Ja. Das war gegen diesen Kampf nicht, das dauert so ewig. Sind nur zwei jetzt, okay. Okay, hier ist nichts drin, nur ein kleiner Schuss oder was? Nee, noch nicht mal. Einfach nur Rubine. Ich hab wieder so ein komisches Spuckgeräusch gehört. Das kam jetzt aber wirklich von Tobis Seite. Ja! Tobi, ich hab Sachen gefunden. Ich hab schon mal ein bisschen weitergemacht. Also ich habe die ersten beiden Truhen vom Schattentempel aufgemacht und in einer von denen befand sich tatsächlich der Boss-Key für den Schattentempel auch. Achso, ich habe die Kindseite habe ich komplettiert. Okay, die Kindseite hast du. Ja. Und wir haben ein Herz dazu bekommen. Ich habe ein paar Skulltulas eingesammelt. Ich glaube 3, also 17 müssten wir jetzt haben. Müsstest du auch sehen können, wie viele wir jetzt noch. 19 sogar schon. Uiui, ich war überhaupt up to date. Das heißt nur noch eine, dann können wir jetzt 20er Reward holen. So, und ich habe eine Entdeckung gemacht. Und zwar konnte ich von der Hand aus sehen, dass auf diesen Felsbogen sich Rutos Brief befindet. Das heißt, wir brauchen die magischen Bohnen, um da ranzukommen. Ah ja, genau, und ich habe noch eine Flasche bekommen.
Ja, und jetzt habe ich gerade die Map-Chest und die Hoverboot-Chest im Shadow-Temple einfach mal gemacht. Weil, ja. Warum nicht? Jetzt gibt's auch als Kind nichts mehr zu tun, es sei denn, man glitscht sich in den Brunnen rein. Die hab ich gemacht. Bei Lost Woods hab ich noch. Ja, die kannst. Lost Woods sind komplett. Wieder. Glaub ich. Ja. Ja, ja, die hab ich auch alle gemacht, genau. Die habe ich auch gemacht. Jetzt haben wir alles. Das Digging dachte ich, hättest du gemacht. Das hast du nicht gemacht? Ich dachte die ganze Zeit, das hättest du gemacht. Wie mache ich das jetzt? Genau, und als Erwachsener können wir eigentlich im Moment nur Dungeons machen, wenn ich das richtig sehe. Glaube ich. Ich guck mal. Genau, wir versuchen jetzt mal beide zu gucken, wer von uns beiden das als erstes kriegt, dieses Dempel Digging, würde ich sagen. Bei mir ist es jetzt gerade mal Tag anscheinend. Jetzt bin ich in diese Sunsong Grave da reingesprungen. Too bad. So, ja, sobald es Nacht wird, kannst du ja das Lied einfach benutzen dann. Das mache ich auch, das ist viel kürzer. Haha. Und ich hätte gesagt, dass wir danach dann erstmal in Gunnens Castle gehen und da schon mal ein bisschen Truhen öffnen. Die meisten gibt's aber in der Light Trial, aber die können wir erst mit den Golden Gauntlets öffnen. Ach, ich habe ja Rubine eingesammelt, fällt mir ein, ne? Ich habe jetzt 254, ich kann Sachen kaufen. Ich glaube, wir können aber nur noch Herzteile und so einen Quatsch kaufen. Ich kann doch die letzte Skulltula holen jetzt in Kakariko, glaube ich. Ich muss auf die Nacht warten. Ist deine Aufnahme wieder an? Oh, ich hoffe, du hast genug Speicherplatz. Dann ist das ja sogar mit drauf, wie ich dich durch die Eingangshalle geschoben habe. Ja. Und dich in den ersten Gegner reingeschoben. Ich bin so gespannt, was im Lake Hylia ist. Es muss ja eigentlich... Ja gut, es kann zwei Sachen sein, aber... Okay. Haunted Wasteland Chest. Ach je, das gibt's ja auch noch. Wir brauchen mal die Hoverboots, dann könnten wir... Voll viel machen. Naja, den Schattentempel. Und... das Minuet des Forests holen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Hast du die zwei im Schattentempel abgehakt? Du musst... Ach so!
Was? Ja, ja, da kommen wir auch noch gar nicht rein. Ich habe, genau, die Flasche habe ich nicht einfach so bekommen. Da war noch so ein Big Poe mit drin. Das heißt, den habe ich auch direkt schon abgegeben. Ja, obwohl wir noch gar nicht den Bogen haben. Oder Epona Song. Okay, so, jetzt ist Nacht. Jetzt kann ich hier diese Skulptur da holen und dann kann ich die 20 Skulpturas abhaken. Wir haben aber voll gescheatet, weil wir ja mehr haben, als eigentlich möglich sein sollte. Achso, ich brauche keinen Bumerang, ich kann einfach da hochklettern, nicht dumm. Achso, ja, weil wir die nicht abgehakt haben, wo wir die gefunden haben, ne? Falls das da irgendwo geht. Ja, ja. Jetzt müssten wir 20 haben. Mal schauen, was wir kriegen. Die 30 brauchen wir ja nicht, ne? Da war ja einfach nur Müll. Okay, ich habe einfach nur Geld bekommen. Das war komplett waste of time. Dann kriege ich die jetzt an. Das wäre auch nur Geld oder irgendwie sowas, ne? Dann hake ich die jetzt auch ab. Gut. Dann schaue ich jetzt nochmal zu Dampy, ob der jetzt da rumrennt. Müsste doch eigentlich. Und ja, die Nacht ist bei mir jetzt noch recht jung. Oh, Bingo, er ist da. Endlich mal. So, einmal kurz anlabern, Geld bezahlen und dann gibt's ein Herzteil. Hey, beim ersten Versuch! So. Genau, dann treffen uns mal in der Kathedrale, wollte ich sagen. Kannst den Song benutzen, ne? Falls du es vergisst. Ich bleib extra hier stehen, dann schiebst du mich wieder so komisch zur Seite. Wupp! Hi. Dann lassen wir zu Ganon's Castle. Wir können sogar die Truhe in seinem Turm öffnen und da oben Faroris Wind setzen. Aber ich glaube, das werden wir irgendwann wieder woanders brauchen, bevor wir. Komm, Schuh. Und leg mal das Bickeron-Schwert an. Das ist mir nämlich. Achso. Ich hatte das nämlich gar nicht angelegt, ist mir. War mir aufgefallen. Wächst irgendwie ein bisschen. Oder bin ich das? Komisch. So. Habe ich jetzt nur die Cutscene? Achso. Ah, okay. Wow. Du wolltest mich runterschubsen von der Brücke?